Und damit begrüße ich euch. Guten Tag! Ja, Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi. Und wir befinden uns heute zurück bei WWE 13 im Spezialszenario von dem ganzen Attitude-Gedöns. Ja, die letzten beiden liegen vor uns, werden wir also heute in diesem Part machen. Ich habe übrigens gerade eine awesome Conversation mit einem Hater gehabt. Er die ganze Zeit gemeint, ja, du bist besoffen, Alter, deine Videos sind voll schlecht und du bist voll scheiße. Du kommentierst so, als ob du völlig verblödet wärst. Und du bist voll schlecht. Ich habe den Mode innerhalb von, 2 Tagen durchgespielt. Und du brauchst über 40 Parts. Ja, schön für diese Person. Freut mich sehr. Und wenn ich so schlecht bin und so schlecht kommentiere, was guckt er sich denn dann die Videos an? Die Videos sind lediglich für die da, die es interessiert. Guck mal, ich habe irgendwie 200 irgendwas Abonnenten oder fast 300. Und, es gucken irgendwie 70, 80 Leute das Let's Play. So. Und das sind die 70, 80 Leute, denen es gefällt. Die anderen, die gucken dann halt, was weiß ich, Black Ops 2 oder so. So, also. Ne? Nur um das so klarzustellen. Also. Ja, Eddie Guerrero liegt vor uns. Und, ja. Eddie Guerrero versus Stone Cold Steve Austin. Das geben wir uns jetzt. Ich freue mich, muss ich sagen. Huch. Andere Sitzposition hier einnehmen. Also. Lügen, betrügen, stehen. A lie, a cheat, a steal. Alla, a cheat, a steal. Ja, für den unberechenbaren WWE Hall of Famer Eddie Guerrero war alles erlaubt. Mit seinem fantastischen Talent und mitreißenden Charisma eroberte Latino Heat die Herzen der Zuschauer und nahm seinen Platz in den Geschichtsbüchern des Sports Entertainments ein. In diesem Match aus seiner Frühzeit bei der WWE spürt Eddie den Zorn der Texas Rattlesnake mit einem Mit einem Gabelstapler, Tobi, mit einem Gabelstapler versperrt Stone Cold den Radicals den Weg aus dem Green Room und begibt sich zum Ring, um den zitternden Eddie entgegenzutreten. Mann, ey, es... Oh Gott, ey, ich sollte gleich mal eine Aufnahmepause machen. So, weil ich nehme hier immer die Parts am Stück auf und ja, gut. So, also, führe einen Stunner aus und gewinne durch Pinfall innerhalb von 2 Minuten oder weniger. Ach du Scheiße. Das lässt ja bei mir laufen. Latino Heat. Latino Heat. Sehr schön. Eddie Guerrero. Ja, verstarb er leider 2006. Ja, hat sich in seinem Trainingskeller aufgehangen und hat Suizid begangen. Tja. Latino Heat. Sehr schön. Okay, okay. Das Damana ist Samu Loka. What the fuck? Das war was anderes. Ja, ja, Eddie Guerrero, eine richtige Legende. Um nochmal ganz kurz auf den Hater zu sprechen zu kommen. Also, wer zu Hause zu wenig Aufmerksamkeit oder so bekommt, der soll bitte nicht Videos auf YouTube haten, weil das ist einfach nur armselig. Damit, ja, macht man sich eigentlich selber runter, aber naja. Kann mir eigentlich auch egal sein, nur ich finde es halt echt ein bisschen traurig. Naja. So, diesen Einzug haben wir ja eigentlich im Let's Play schon oft genug gesehen. Und deswegen bin ich gerade in Versuchung, einfach mal auf Start zu drücken, ne? Tja. So, das heißt also, in 2 Minuten dürfen wir Eddie platt machen oder müssen wir ihn platt machen. Ob wir das wollen, weiß ich nicht. Naja. Also bei SmackDown findet das Ganze statt. Alter. Ich klinge wirklich wie besoffen. Jetzt fällt es mir auch auf. So. Ach, da haben wir den... was? Das ist ja... Das ist ja cool. So. Ich wollte jetzt eigentlich Luther's Press machen. Hallo? Luther's Press. Will er gerade nicht machen.
So, jetzt vielleicht? Haha, das sieht doch schon nach was aus. So. Jetzt blutet er auch schon. Und ein Stunner. So, ziehen wir ihn mal noch von den Seilen weg, damit uns da nichts passiert. Das ist eine schnelle Abreibung, muss ich sagen. Das war's. Und Stone Cold Steve Austin gewinnt dieses Match gegen Eddie Guerrero und das ging sehr schnell. Das ging sehr schnell. Okay, so hätten wir das. Und jetzt kommen wir dann zu dem Match. Ich muss sagen, ich freue mich. Wir haben erstmal Eddie Guerrero freigeschaltet. Und dann, ne? Was jetzt noch vor uns liegt, wäre dann das Match Trish Stratus vs. Lita. Eins der besten Diven-Matches der WWE-Geschichte. Muss man so sagen. Ja, sehr schön. Bei der Survivor Series am Vorabend gewann Trish Stratus erstmals die Women's Championship. Schon am nächsten Tag musste sie den Titel gegen Lita bei Raw aufs Spiel setzen. Dies war der Beginn einer langen... Dies war der Beginn einer langen, erbitterten Fehde zwischen Trish und Lita, die bis zum 17. September 2006 dauerte. Und das Ganze hier geht 2001. Ne? Am 19. November 2001 befinden wir uns gerade. Und das Ganze geht bis zum 17. September 2006. Ja, als Trish in ihrem letzten WWE-Match Lita besiegte und die WWE Women's Championship zum 7. Mal gewann. Vermeide, dass ein Finish an dir ausgeführt wird und gewinne durch Pinfall. So, das muss ich sagen, ist noch gar nicht so lange, ich glaube irgendwie 2-3 Parts, da haben wir das ja schon mal gesehen, aber das lasse ich. Keine Sorge, die trägt den nicht auf den Schultern. Das ist keine Bug-Animation. Nein, sie hat den in der Hand. Hat schon alles seine Ordnung. Okay, es geht um die WWE Women's Championship und jetzt kommt die Animation des Jahrhunderts. Das ist weltbewegend, das ist klasse, das ist ein Skip wert und mehr nicht. Na, ihr kennt es ja, deswegen. So. Also, vermeide, dass ein Finish an dir ausgeführt wird und wir versuchen das Ganze mal durch Pinfall zu gewinnen. So. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da habe ich sie verwöhnt. Mit einem wunderschönen, ja, wie soll ich sagen? Egal. Ah, aber Lita, ja, wir haben ja mitgekriegt, die ist Highfly-technisch sehr begabt. Und jetzt bekommen wir das zu spüren. Vor ein paar Parts durften wir das noch gegen Stephanie McMahon auspacken. Jetzt allerdings bekommen wir das als Trish Stratus selber zu spüren. Und wir sind blau. Ja, trotzdem, ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht... Ich darf nicht so viel aufs Maul kriegen. Das ist wichtig. Ganz wichtig. Ah, sehr schön. Pump Handle Knee Buster. So. Ah, Mist. Ah, okay, das sah gut aus. Das sah gut aus. So. Ja, da war ein Schild im Weg. Danke dafür. Und jetzt... Ah, Mist. Also ich würde gerne mal sehen, wie die Aktion da ausgeführt wird. Das würde mich gerade mal interessieren. Ah, Mist.
Okay, sehr schön. Jetzt sehen wir es dann. Sehr schön. Den Move hat Lita auch in ihrem Repertoire. Schreib mal das Wort Repertoire. Einfach jetzt ohne zu googeln, oder? Oh, klasse Aktion. Repertoire, wie würdet ihr das schreiben? Jetzt ohne zu gucken, es sei denn, ihr seid französisch begabt, was weiß ich. Aber schreibt es einfach mal jetzt so vor euch hin. Drückt halt mal ganz kurz auf Pause. In der Zeit könnt ihr den Like-Button drücken. Und dann guckt da mal, was, wie ihr Repertoire schreiben würdet. Ohne zu gucken. Also ich kann kein Französisch, gebe ich ehrlich zu. Ich kann Russisch, ich kann gut Englisch. Deutsch ist eine Fremdsprache. Oh, sehr schön. Coole Aktion. So, oh, harter Tritt. Ganz rücksichtslos hier. Trish Stratus. Mit Lita, sehr schöne Aktion. So. Ah, Lita jetzt mit einem Konter. Und wir machen das Ganze ein klein wenig zu spät. Oh, das war auch zu spät. Mist. Lita ist verdammt nochmal richtig gut. Also das bekommen wir hier eindeutig zu sehen. Sehr schön jetzt allerdings schon wieder von uns. Jetzt hauen wir sie mal in. Ja, klasse. Hat auch sehr gut geklappt. Ja, so gefällt mir das doch besser. Alter, die kontert wirklich gut, muss ich sagen. Und wir kontern zu spät. Also das ist gerade nochmal erhöhte Anforderung. So, jetzt gucken. Ah, zu früh, schade. Mist. Mist. Auch zu früh, hoffentlich pinnt die uns jetzt nicht. Okay, das haben wir gekontert. Laufangriff. Incoming. Ja. Das sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Next Snap. Oh Mist. Oh Mist. Das haben wir trotzdem. Das ist sehr stark gemacht. Ganz stark gemacht. Ah, das war schon wieder richtig schlecht. Das war wiederum gut. Aber Lita lässt sich da nicht unterkriegen. Die weiß genau, was sie machen muss und wann sie es machen muss. Das war zu spät und jetzt wieder mit dem Next Snap. So. Sehr schön jetzt von uns. Und auch diese Aktion geht in Ordnung. Und wunderschöner DDT. Oh, mit dem Knie dort aufs Gesicht gesprungen. Oh, Einroller. Einroller von Lita. Aber jetzt unser Einroller. Und das ist es nicht. Nein. Nee, sorry. Ah, das war jetzt ein Rumgerolle. Alter, mein Herz. Schade, das war... Ach Mist. Das war jetzt am Ende verdammt knapp. Ich glaube, ich hätte normal rauskicken sollen. Das wäre leichter gewesen. So, aber jetzt wissen wir, wie Litas Stil ist. Jetzt können wir uns darauf einstellen, wie es ist, gegen sie zu spielen. Können dementsprechend, dementsprechend hart jetzt auf die Nuss schlagen. Nein, nicht auf die Nüsse. Nein, Lita ist eine Frau. So. Oh, klasse. Klasse Aktion. Oh, das hat Lita allerdings super gekontert. Jetzt mit dieser Aktion hier. Schöne Kopfschere. Jetzt dreht sie uns dort einmal und geht auf unseren rechten Arm. Das war jetzt unser Move zu unserem Gunsten. Und ein harter Clothesline. Klasse. Und jetzt ein Kick an den Kopf. Ganz super gemacht. So. Oh, das sieht nach einem Suplex aus. Ja, zurück in den Ring. Ja, ganz sanfte Landung bestimmt. Ah, Mist, Mist. Nicht schön. Und Lita, das ist echt krass. Also die ist verdammt gut. Was macht sie jetzt? Was? Nee, nee, du, lass mal. Ich leg mich auch noch genau davor. Ich leg mich doch genau davor. Alter. So, jetzt mal Klartext.
Jetzt mal Klartext. Klartext. Wow! Und das mal von den Frauen. Unglaublich. Also WWE 13 bietet wirklich unglaubliche Möglichkeiten. Und unsere Wasserflasche rollt da hinten. So. Harter Elbow. Und Lita ist natürlich jetzt, also die ist jetzt, denke ich mal, gezeichnet. Also das war ja nicht gerade sanft, was wir da jetzt gerade mit ihr gemacht haben. Es war alles andere als sanft. So. So. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Superplex. Sehr schön. Oh, und da macht sie... Ja, das sah so aus, als ob sie das Turnbuckle-Pad lösen wollte, die Trish Stratus. Ja, wollte ich. Aber jetzt ein Neck-Snap von Lita. Drücken wir natürlich wieder zu früh. Au. Das hat meinem eingepackten Bein in dieser wunderschönen blauen Leggings nicht gut getan. Leder-Leggings. Ah. Ah. Ich singe nur eine Oper nach. Mehr nicht. Mist. Mist. Das ist immer schwierig zu durchschauen, was sie als nächstes macht. Das ist gerade mein Problem. Ja, das hat wehgetan. So. Müssen wir einen Finisher machen? Nee. Vermeide, dass ein Finisher an die ausgeführt wird, ja. So. Aber das ist jetzt unsere Aktion, oder? Nein, Lita kontert. Wir kontern auch. Und Pump Handle Knee Slam. So, und jetzt wir mal mit einem Neck Snap. So, Luther's Press. Sieht gut aus. Und nochmal. Ja. Ey, du Bitch. Das ist nicht schön. Sowas macht man nicht. So, ich zeig dir mal, wie das geht hier. Oh nein, jetzt geht das schon wieder los. Wow. Ich kann das gerade selber nicht begreifen, wie knapp das einfach war. Alter. Oh, muss ich durch Pinfall gewinnen? Ah ja, gewinnen durch Pinfall. Okay, ich sehe es gerade. Schade. Sonst hätten wir das ja auch so regeln können. Irgendwie. Schade. Aber das Match ist auf jeden Fall sehr spannend, muss ich sagen. So. Und next snap. Sehr schön. Oh, jetzt geht das wieder los. Lass mich in Ruhe. Ah, okay. Nein. Nein. Alter, jetzt verlieren wir wieder auf diese Art und Weise. Das kann es doch nicht sein. Das kann es nicht sein. Oh, Mist, ey. Ah, das wurmt mich. Schade, das war jetzt wieder... Ich wollte natürlich wieder unbedingt erreichen, dass wir uns auch wieder da mit ihr rumrollen im Ring. Mit einer Frau rumrollen. Wer will das denn nicht? Also mit so einer. Nicht mit anderen. Ach, Mensch, ey. Schade, schade, schade. Ehrlich. Naja. So, jetzt können wir es ja trotzdem umso besser machen. Ich stand nicht mal R2 zum Kontern da. Ist ja auch overpowered. Naja. Ich will nur hier in dem Part die sicheren 20 Minuten vollkriegen. Mehr will ich doch gar nicht. So. Gut. Und jetzt einmal der Konter dazu. Sieht gut aus. So. Sehr schön. Eine klasse Schlagkombo jetzt. Oh, und Trish Stratus. Wunderschöne Aktion. Ach Mensch, das war ja cool. So. Na, lass mich mal in Ruhe. Ach Mann. Ah, klasse gemacht. Backward DDT. Ja, das war gut. Das war schlecht. Mist.
Das Publikum, das geht mit. Denen gefällt das, was sie sehen. Alter, ich krieg nichts hin. Ah, jetzt ausnahmsweise mal. So halb. Aber Lita, das ist unglaublich. Wirklich unglaublich. Wir müssen ja wirklich nur das Match gewinnen. Also, und das ist ja irgendwie gar nicht so leicht. Muss ich sagen. Ja, ihr werdet euch natürlich jetzt sagen, boah, Alter, ist der schlecht. Der ist... Ja. Aber genau das will ich erreichen. Dass ihr über das Video redet, dass ihr über mich diskutiert, das gefällt mir. Das möchte auch gerne so sein. Ah, klasse Aktion. Ah, das ist wirklich... Spielt die hier irgendwie auf unbesiegbar? Oder spielen wir hier ohne Finisher und Signatures? Oder wie sieht das aus? Weil die macht uns ja jetzt gerade schon seit geraumer Zeit fertig. Oh. Okay, wir haben es noch geschafft. Puh. So. Also ich muss mich echt mal ein bisschen konzentrieren jetzt. Das würde dann heißen, dass ich nicht so viel reden darf, aber... Ich muss trotzdem. Ich muss gucken, dass ich das jetzt hier mal gerade so ein bisschen jetzt hinkriege hier. So, mal gucken, wie weit wir sie haben. Ach, nicht mal bei 1 haben wir sie. Probieren wir es mal hier. Oh, nein. Boah, Gott sei Dank, ey. Die Fähigkeit muss ich mir im Multiplayer reinmachen, ey. Unbedingt. Wie ich das hasse, wenn sie da nicht so weit fliegt, ey. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein, oder? So gefällt mir das. What? Alter! So schnell konnte ich jetzt gar nicht gucken. So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie die das hier gemacht hat. Alter. Ich blende das da oben mal aus. Ach Mist. Wetten, die pinnt? Ja, war klar. Puh. Alter, das ist heftig. Ohne Witz. Ohne Witz. Nee. Noch haben wir sie nicht. Das sieht gut aus. So. DDT für Lita. Und jetzt, jetzt hat Lita gekontert. Mist. Wir konnten natürlich nicht. Der Zeitraum irgendwie für R2 ist kürzer geworden, habe ich gerade so das Gefühl. Ah, sehr schön. Bulldog. Boah, Gott sei Dank. So. Was ein Match. Ja, Alter, das dauert immer so Ewigkeiten, bis die mit ihrem Town fertig ist. Und bis Lita aufsteht, das dauert keine 3-4 Sekunden. Mist. Oh, Gott sei Dank, ey. Ey, das kann... Oh, nee, jetzt screwt mich das Spiel wieder. Ey, wenn ich jetzt deswegen wieder verliere, ich schieb's darauf. 100%. So. Nee, ich muss ja durch Pin gewinnen, ne? Nee, dann darf ich nicht. Dann darf ich nicht. Naja. Aber das dauert... Kann ich nicht irgendwie jetzt mal langsam meinen Dings haben... Wie wär's mal mit einem Signature? Wäre doch mal eine super Alternative. Also mir würde es gefallen. So. Und zack. Jetzt haben wir... Alter. Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir sie endlich mal. Ein bisschen. Und dann haut die jetzt hier sowas raus. Ja. Ja, dann dürfte es das jetzt gewesen sein. Was macht sie? Die möchte ihren Finisher ausführen. Zu früh. Puh. Puh. Alter, ich habe so Angst gerade, weil dann müssen wir das nochmal spielen. Dann müssen wir das nämlich nochmal spielen. Was macht die denn? Das frage ich mich. So.
Wie sieht's denn jetzt pintechnisch aus? Nicht mal zwei. Alter. Ja, genau. Lass mich mal in Ruhe. So, komm. So. Okay. Boah, Mensch, ey. Okay. Sieht gut aus gerade. Oh, Signature. Bitte. 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 Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was ist denn ihr Signature-Move? Ich glaube, in die Ecke, ne? Da war doch was. Da war doch was. Nicht? Hä? Wie denn dann? Na, dann machen wir das Ganze jetzt mal so. Komm. Superplex und dann den Finisher. Dann hoffe ich es ganz einfach, dass es das war. So. Komm. Komm. Ja. Wow. Was für ein Kick. Komm, bitte. Vielen Dank. Wow. Alter. Ey, wir müssen uns unsere Sachen hier wirklich erkämpfen, ne? Kannst du nichts sagen. So. Das wäre dann, ja, der vorerst letzte Punkt, den wir im Attitude-Mode haben. Ich würde sagen, ich werde dann als nächstes noch einen kleinen Special-Part einschieben, wo ich nochmal jetzt alles erkläre, was dann jetzt als nächstes kommen wird. Das Let's Create, ob ich das im nächsten Part schon mache, dann wo eher im übernächsten. Oder vielleicht fange ich auch schon im nächsten an. Wir gucken einfach, wie wir das hinbekommen. Erst einmal... Glückwunsch, Universe Feuds Packet 2 wurde freigeschaltet. Dankeschön. So. Ach, Spezialsender. Ach, sieh mal einer an. Okay. Freut mich. Das ist sehr schön. Gehen wir ins Zeitachsenmenü. Sehen, dass hier alles geschafft ist. Der Attitude Mode ist also fertig. So, und so sieht es hier also am Ende aus. WWE hat zwischendrin nochmal einen richtigen Fall gehabt und jetzt sind wir halt da. WWE kauft WCW. Damit wäre das durch. Die Attitude Era wäre beendet. Freischaltbares. Ach so. Also wir haben jetzt im Attitude Mode anscheinend dann alles geholt, was geht. Sehr schön. Was ist denn dieses Feud Pack 2? Was ist das? Ach so, das ist wahrscheinlich irgendwie für Created Title dann. Ah, okay. Gut, ich würde sagen, für diesen Part soll es das dann erst einmal gewesen sein. Videoarchiv. Ja, das, wie gesagt, ich darf es mir leider nicht angucken. Ich darf es mir leider nicht... Also, ich darf es mir schon angucken, aber ich darf es euch nicht zeigen. Das tut mir so leid, aber... Content, ne? So. Okay, ich würde sagen, Nein. Ich bin jetzt aus Versehen auf eins draufgekommen. So, jetzt kriege ich bestimmt wieder Inhalte von Drittanbietern. Na, viel Spaß. Also, in dem Sinne, das war es mit dem Attitude Mode in meinem Let's Play. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt WWE 13, wenn es dann weitergeht mit allem, was wir dann so vorhaben. In dem Sinne, ich bin erstmal raus. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.